Mein Name ist Katrin Agamiri und ich bin Professorin für Sozialpädagogik an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Sozialwesen. Hinter dem Namen Master Jugendhilfe, Organisationsentwicklung und Konzeptionsgestaltung verbirgt sich im Grunde der Blick auf Institutionen, Einrichtungen und professionellem Handeln in der gesamten Jugendhilfe. Also ganz zentral im Mittelpunkt steht diese Fähigkeit, später selbst in Einrichtungen der Jugendhilfe leitend tätig zu sein. Ich lehre empirische Sozialforschung im Master und möglicherweise klingt das zunächst einmal trocken. Ist es aber überhaupt gar nicht. Wir machen das normalerweise so, dass sich die Studierenden ihr Thema selbst aussuchen und dann in kleineren Gruppen alle Phasen des Forschungsprozesses durchlaufen. Ich gebe keine Themen vor, sondern alles, was die Studierenden vielleicht vorher schon gemacht haben, was sie in der Praxis erlebt haben, all das kann im Prinzip beforscht werden. Ich heiße Sarah, ich arbeite am Institut für Soziale Arbeit. Da bin ich nach dem Master Jugendhilfe gelandet, habe da angefangen als studentische Hilfskraft und bin dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort übernommen worden. Wir setzen uns mit verschiedenen Themen, die Ganztagsschulentwicklung betreffen, auseinander. Das heißt, wir organisieren zum einen Fachtagungen für Fach- und Lehrkräfte. Wir machen aber auch kleinere Forschungsprojekte. Ich würde schon sagen, dass der Masterstudiengang Jugendhilfe darauf vorbereitet, als wissenschaftliche Mitarbeiterin zu arbeiten und in der Wissenschaft zu landen. Ob sie jetzt typisch ist, bin ich mir nicht sicher, weil viele meiner Absolventinnen auch in den praktischen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. Meine Kommilitoninnen und Kommilitonen sind in unterschiedlichen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe gelandet, also zum Teil in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, aber auch in der Schulsozialarbeit. Es gibt eine Person, die eine Leitungsposition im ASD hat, also ganz unterschiedlich und breit gestreut. Was den Master Jugendhilfe vor allem kennzeichnet, ist die wissenschaftliche Ausrichtung. Also es wird ein ganzes Seminar darauf verwendet, ein Forschungsprojekt zu machen. Das heißt, der Wissenschaftsbezug ist viel höher, als es im Bachelorstudium war. In meinem Studium habe ich einiges gelernt, was mir in meiner jetzigen Tätigkeit hilft. Vor allem selbstorganisiertes, effektives Arbeiten. Da es ja nur 2 Präsenztage gibt, ist man sehr viel auf eigenständiges Arbeiten angewiesen und lernt, sich zu strukturieren. Dann auf jeden Fall auch einen analytischen Blick zu haben und wissenschaftlich fundiert sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen. Hi, ich bin Till, ich bin 25 Jahre alt. Ich lebe jetzt schon seit 5 Jahren mittlerweile in Münster. Ich habe vorher auch hier in Münster studiert und habe mich dann für den Master Jugendhilfe entschieden. Ja, ich fühle mich ziemlich gut gerüstet jetzt für den Eintritt ins Berufsleben. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich durch den Master hier nochmal mich ziemlich gut weiterentwickeln konnte. Und ja, jetzt eröffnet mir der Master auf jeden Fall nochmal ganz andere Wege, als ich es vorher nach dem Bachelor irgendwie gedacht habe. Wir haben in der Woche 2 Präsenztage, die sind immer montags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr. So ein Präsenztag ist ziemlich gut gefüllt, also man hat schon die ganze Zeit was zu tun. Mal ist es wie eine Vorlesung, aber es wird auch immer wieder aufgelockert mit methodischen Sachen, also viele Gruppenarbeiten sind dabei. Das Miteinander von Studierenden und Lehrenden ist ziemlich cool eigentlich, also das ist auch ein sehr familiäres Verhältnis und vor allem ein sehr lockeres Verhältnis. Also man fühlt sich so ein bisschen mehr auf Augenhöhe vielleicht noch, als es bei mir im Bachelor war. Und dadurch, dass man die Lehrenden dann auch immer intensiv an einem Tag hat, finde ich das auch ganz wichtig. Mit den Studierenden sind ziemlich viele gute Freundschaften entstanden. Also wir haben ziemlich viel auch neben der Uni zusammen gemacht. Man hat ja diese 2 Präsenztage und das Ganze ist so ein bisschen das familiäre Verhältnis, also wie man das so noch aus der Schule kennt. Wir sind insgesamt knapp unter 30 Leute und ja, da rückt man irgendwann zusammen und macht auch ziemlich viel. Ein oder eine Modellstudierende sollte auf jeden Fall Interesse an dem Handlungsfeld mitbringen, also Jugendhilfe-affin sein, sollte Kinder und Jugendliche verstehen wollen. Die oder der hier bei uns im Master Jugendhilfe studieren möchte, müsste auf jeden Fall teamfähig sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Master. Wir arbeiten unheimlich viel in Gruppen, in kleinen Gruppen. Projekte werden gemeinsam gemacht. Und so diese Bereitschaft und die Lust auch darauf, sich aufeinander einzulassen, ist, glaube ich, ganz wichtig.